Hallo zusammen. Hier eine Aufgabe zur Äquivalenzziffernkalkulation. Wie immer an dieser Stelle könnt ihr das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Schauen wir uns gemeinsam die Aufgabenstellung an. Wir haben ein Walzwerk in Bayern und wir haben Angaben zu Blechstärken, die in einer Walzstraße gewalzt werden. Wir haben Angaben, wie viele Tonnen gewalzt werden, wie viele Bleche und die zugehörigen Äquivalenzziffern. Hierbei sehen wir, die Äquivalenzziffer ist höher bei den Blechen, die dünner sind, weil diese Bleche öfters durch die Walzstraße durch müssen, damit sie so dünn werden. Gesamtkosten haben wir von 859.950 €. Wir sollen nun die Fertigungskosten jeder Blechsorte insgesamt und je Tonne ermitteln. Wie machen wir das? Wir nehmen wieder unsere Blechstärken. Die 2, 1,5 und 0,5 sind wie Namen. Wir haben unsere Leistung in Tonnen, die wir übernehmen, und die Äquivalenzziffer. Als erstes müssen wir uns die Recheneinheit bilden. Die bildet sich aus Leistung in Tonnen mal Äquivalenzziffer, also 1100 mal 0,8 ergibt 880. 500 mal 0,9, 450 und 400 mal 1,4, 560. Die drei Recheneinheiten zusammen ergeben 1890 Recheneinheiten komplett. Wir wissen aus der Aufgabenstellung, dass diese Recheneinheiten Gesamtkosten von 859.950 € haben. Das heißt, Kosten pro Recheneinheit ist gleich Gesamtkosten geteilt durch die Recheneinheiten. Das heißt, unsere 859.950 geteilt durch 1890 ergibt 455 € pro Stück bei der Recheneinheit. Das heißt, Kosten pro Tonne, hier haben wir ja nicht die 1, dann wären es 455, sondern wir haben die 1,4 als Äquivalenzziffer, also 1,4 mal 455 ergibt die 637 € pro Tonne an Kosten. Hier haben wir die 0,9 mal 455 und bei 364 haben wir die 0,8 mal 455. Damit habe ich die Kosten pro Tonne für jede Blechstärke berechnet. Jetzt können wir die Gesamtkosten der einzelnen Blechstärken berechnen. Das machen wir, indem wir die 364 mal die Tonnen nehmen, also die 1100. Das ergibt insgesamt 400.400. Hier nehmen wir die 409,50 mal 500 ergibt die 204.750 und zu guter Letzt 637 mal 400 ergibt 254.800. Die drei zusammen ergeben wieder unsere 859.950. Damit haben wir uns nicht verrechnet, denn wir kriegen diesen Wert genau wieder heraus, der die Gesamtkosten ist. Ich hoffe, ihr konntet die Aufgabe lösen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.